Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal soll es gehen um Telegram. Weil viele haben gefragt, was ist Telegram, wie funktioniert Telegram, ist es kostenlos, wo kriege ich es her, bin ich da auch privat, also muss ich da meine Nummer rausgeben, sieht man meine Nummer, irgendwas dergleichen. Das möchte ich euch jetzt hier zeigen, wie das funktioniert. Also da zeige ich euch erstmal, wo ihr Telegram herkriegt. Geht einfach in Google Play Store rein, gibt oben ein Telegram und dann kommt er darauf. Dann könnt ihr da halt, bei mir steht öffnen, bei euch steht dann installieren. Es ist komplett gratis, es kostet kein Geld. Für iOS gibt es das auch, aber ich habe kein iOS und kann euch den Shop halt nicht zeigen, wie das da funktioniert. So, dann gehen wir auf Telegram. Bei mir ist jetzt schon hier eine zu finden. Wenn ihr da reinkommt und ihr habt Leute, die schon bei Telegram sind, werden die da angezeigt, sonst nicht. Also sonst ist die Seite bei euch leer. So. Und wenn ihr mich dann suchen wollt, hier oben steht es ja auch da irgendwo, Odins Tests, geht hier oben auf die Lupe, gibt ein Odins Tests und dann sucht er denn und dann sieht das so aus. Dann sehe ich halt meine Nachrichten jetzt, ihr, bei euch ist bei Nachrichten nicht drin, weil ihr keine Nachrichten dort geschrieben habt. Und dann habt ihr oben den Chat und unten drunter Odins Tests. Das ist der Kanal. Ich mache erstmal nur Odins Tests auf. Da bekommt ihr Haufen Infos. Also Merima ist da ein Admin von mir. Und die postet richtig geile News. Ich poste auch News. Also da seid ihr immer auf dem Laufenden zu PlayStation, Fire TV, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, wann ich streame. Zu Huawei ist jetzt viel drin. Hier oben ist so was über Fernseh, AVM. Hier Prime, da sind jetzt gerade wieder 99 Cent für einen Film. Zum Ausleihen, über Google Chrome, über Fernseher, ist für jeden was mit bei. Und weil ich ja weiß, dass nicht jeder die Nachricht bekommt, dass ich streame, weil YouTube da ja so ein bisschen, naja, hinterher hinkt, habe ich hier auch einen Bot drin. Warte mal, ich muss mal nur schnell, weil mir fällt das gerade so nicht. So gefällt mir das besser. Und da habe ich hier einen Bot drin, der postet halt News über meinen Livestream. Beziehungsweise ich teile das ja sowieso bei Facebook. Ach Quatsch, bei Twitter. Und der Bot greift das ab. Das sieht dann so aus. So, also in der Regel sieht das so aus. Also es kann auch mal sein, dass es ohne Bild da ist. So sieht das aus. Da steht dann halt Odins Tests und dann halt, weil ich das ja poste, unten seht ihr immer, wer das gerade postet, also bei den Augen hier unten. Wo ist mein, da, hier, Hugin, so heißt der Bot von mir, der hat das gepostet. Ne? Und das ist jetzt praktisch das, was bei Twitter gepostet wurde, da habe ich auch noch was dazu geschrieben, heute Abend 20:15 Uhr, Blasülz. Und dann teilt er halt das, was ich schreibe, mit den Informationen, was bei Twitter ist. Und unten drunter noch die Informationen von dem YouTube-Video. Und danach, wenn ich live streame, wenn ich den dann anhabe, dann sieht das so aus. Auch nochmal Odins Test von Hugin. Das holt er jetzt direkt von, also das, mit, wo hier die Links stehen, Sponsor, Amazon, Kaufen, Donation. Das ist praktisch die Videobeschreibung. Warum er da die Videobeschreibung macht und nicht hier den Namen vom Video, weiß ich nicht, was da schief läuft. Jedenfalls haut er dann immer nur die Videobeschreibung drin. Und das ist dann so ein Zeichen, jetzt ist das Video online. Also ich bin online. Ja, das macht der Huginbot. Das ist auch nur bei Livestreams. Bei normalen Videos, die ich hochlade, ist das nicht. Glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also die veröffentliche. So. Dann haben wir noch den Odins Test Chat. Hier schreiben gerade René und Westfalen-Stefan und Rudi schreibt da auch. Und so sieht das halt bei mir aus. Und da könnt ihr dann untereinander schreiben. Ihr gebt auch keine Nummerpreis, nichts. Nur euren Namen, den ihr euch selber in Telegram nehmen könnt, den sehen dann die Leute hier.
Und es sei denn, ihr habt welche von denen schon in eurer Kontaktliste oder ihr habt mit den Nummern getauscht, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt die nämlich auch privat anschreiben. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ich gehe jetzt als erstes auf René R. René R. erscheint jetzt so, weil ich habe René R. nicht in meinem Telefonbuch. Also ich habe nicht seine echte Telefonnummer. Dadurch steht da ein Korn, so nennt er sich hier in Telegram. Da drunter steht Benutzername. Mitteilung ist an, dass ich halt eine Mitteilung von ihm bekommen kann. Und unten drunter, wir haben eine gemeinsame Gruppe, in der wir drin sind. Und dann könnte man, wenn ich hier oben auf das gehe, da habe ich schon privat mit ihm geschrieben. Das werde ich aber pixeln, ist ja privat, logischerweise. So, ich gehe nochmal rauf. Da kann ich dann privat mit ihm schreiben. Wenn er das nicht möchte, kann er auch ablehnen und alles, das ist alles kein Problem. Aber ich sehe keine Nummer von ihm. Keine. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rudi dagegen nehme, nee, Rudi habe ich auch nicht gespeichert. René J. habe ich gespeichert. So, das ist das Profil von René J., was ich sehe. Da steht Info, so wie bei René R. Bloß, da steht jetzt Mobil unten drunter und eine Nummer oben drüber. Die Nummer pixel ich natürlich weg. Das ist ja privat, das ist ja logisch. Unten drunter Bilder, Links, Daten, das ist alles das, was er in der Gruppe geteilt hat. Da kann ich dann gucken, mir genau angucken, was er noch geteilt hat. Wenn da irgendwo mal was Lustiges, Interessantes mit bei war, wo ich sage, Mensch, der hat doch mal ein geiles Video gepostet, geh drauf und kann mir das angucken. Und hier könnt ihr dann alle untereinander schreiben. Ihr müsst keine Nummer freigeben, es ist komplett gratis. Umfragen, muss ich noch dazu sagen, Umfragen sind nur bei Odins Chat, also Odins Test. Unterstrich Chat. Weil die gehen nicht in Odins Test Gruppe rein, also in den Kanal rein. Ich habe schon dem Bot, der für die Umfragen zuständig ist, Adminrechte gegeben und alle drum und dran. Leider klappt das nicht. Also das klappt leider nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es eine geile App. Ihr seid immer auf dem Laufenden, weil YouTube, ja, benachrichtigt ja nun nicht immer. Ihr seid auf dem Laufenden, wenn ich einen Livestream mache, Infos haben wir, ihr könnt untereinander schreiben, müsstet aber nicht. Ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut und die Leute, die da drin sind, sind auch alle bis jetzt sehr zufrieden. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt damit helfen. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, dann postet das einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch bestmöglich zu helfen. Ich würde mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.